Ich möchte zeigen Frontend-Tests mit TestNG, Maven und WebDriver. Und meine Motivation dahinter war, dass es irgendwie angeblich ist Frontend-Testen total schwierig und wenn sich die Oberfläche ändert, dann muss alles neu geschrieben werden und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein. So schwierig kann das nicht sein. Habe das einfach mal ausprobiert. Und ich möchte einfach mal zeigen, wie einfach das ist. Das richtet sich eher an Entwickler, weil es doch programmierlastig ist. Und aus der Java-Welt kennt man ja write once, run anywhere. Und im Browser ist es eigentlich ähnlich. Man schreibt den Test halt einmal und führt ihn dann in quasi jedem Browser aus, den es gibt auf der Welt. Noch ein paar Infos. Also Selenium ist einfach ein Tool, mit dem man Browser automatisieren kann. Damit kann man zum Beispiel auch Tests schreiben. Man kann sicherlich auch einen Bot schreiben, der alle Beiträge von Dirk mag oder sowas bei Facebook. WebDriver ist halt die Schnittstelle von Selenium, um die Browser anzusprechen. Die muss dann eben implementiert werden von den Browserherstellern. Und TestNG ist so ein Test-Framework wie JUnit. Sind hier alle Java-Entwickler? Hat auch Nachteile. So, als Beispiel möchte ich einfach einen Test zeigen, der sich im Commit einloggt, prüft, dass man eingeloggt ist und der sich dann wieder ausloggt und das eben auch prüft. Und dazu sind ungefähr 5 Schritte notwendig. Man braucht halt ein Maven-Projekt, die entsprechenden Abhängigkeiten, einen Test dafür, danach kann man den Test noch verallgemeinern und dann halt in mehreren Browsern ausführen. Und das möchte ich mal grob zeigen. Also ich werde die Schritte jetzt nicht alle einzeln ausführen, nur mal so ein bisschen, damit ihr etwa ein Gefühl dafür bekommt, was man da machen muss. Genau. Also, brauchen wir erstmal ein neues Maven-Projekt. Welches wir dafür nutzen wollen. Lassen das mal als Bugfix-Release für die Version 0. Warum auch immer das bei Maven so gemacht ist. Jetzt müssen wir als erstes die Abhängigkeiten hinzufügen. Also, wir brauchen jetzt 2 Abhängigkeiten. Und zwar brauchen wir halt TestNG, dann Selenium für Java. Dieses referenziert im Prinzip schon alle Browser bis auf Opera. Den müssen wir halt noch extra einbinden. Hinzu kommt noch ein bisschen andere Konfigurationen. Einmal wollen wir natürlich modernes Java 1.7 verwenden. Und zum anderen ist hier dann noch eine Konfiguration drin, damit wir diese Testsuite-Dateien angeben können, wenn wir das mit Maven laufen lassen wollen. Und ich habe jetzt hier einfach mal fest referenziert eine, den nehmen wir dann als nächstes. So. Als zweites benötigen wir dann eine neue Klasse. Das wird halt unsere abstrakte Klasse, die einfach schon ein paar Konfigurationen enthält und ein paar Sachen bereitstellt, damit wir das nicht alles machen müssen. So. Ich schreibe jetzt mal grob hin. Also wir brauchen halt eine Basis-URL, die wir einfach für jeden Test verwenden. Und den entsprechenden Webdriver, welcher dann den Browser quasi kapselt. Und wir schreiben dazu eine abstrakte Klasse, damit wir das dann einfach konfigurieren können per TestNG und nicht für jeden Browser einzeln schreiben können. Deswegen gibt es dann halt eine Methode, die immer am Anfang läuft. Und die heißt dann, ach, das kann man sich sparen, das machen wir nicht. So. Ich weiß nicht, wer mit TestNG schon vertraut ist. Also Before-Class bedeutet quasi, dass die Methode läuft, bevor alle anderen Methoden der Klasse laufen. Und die nutzen wir halt, um das Ganze zu konfigurieren. Hauen da halt ein paar Standardwerte rein, wie zum Beispiel den Treiber. Base-URL. Und, das war, ja, ich kopiere dann eh gleich das andere. und noch einen Pfad zu einer Datei, die Eigenschaften enthält, die wir dann benötigen, um die Browser
zu konfigurieren. So. Ja. Deswegen geht das nicht. Und man kann halt bei TestNG angeben, dass es bestimmte Parameter gibt, die man dann per Konfiguration überschreiben kann. Okay, also wir nehmen einfach an, als Standardparameter für die Basis-URL Comminute, den globalen Client, als Standardtreiber halt Opera und für diesen Pfad zu diesen Eigenschaften erstmal nichts. Hier heißen die Parameter etwas anders und dann wird hier erstmal nichts anderes gemacht als diese Eigenschaften im Wesentlichen auszulesen und die in alle möglichen Listen und als Systemparameter zu setzen, weil die einzelnen Treiber für die Browser alle irgendwie unterschiedlich sind. Und deswegen schreibe ich das hier einfach grob überall rein, wo es geht. Und dann wird hier unten dann so ein Objekt vom Typ Capabilities erzeugt. Das sind halt nochmal spezielle Eigenschaften der Browser und dann wird per Reflection einfach der Browser geladen und diesem Driver-Objekt hinzugefügt. Dafür gibt es eine Get-Methode, die von den Tests genutzt werden kann. Und dann gibt es hier noch eine Hilfsmethode, die einfach zu einer URL unterhalb der Base-URL wechselt, damit man das nicht immer wieder alles eintippen muss. Und noch eine Close-Methode, die am Ende der Klasse läuft, die den Browser wieder schließen soll. Das wäre das. Als nächstes zeige ich dann einfach den Login-Logout-Test, der von diesem Comminute-Webdriver-Test erbt. Der definiert nochmal ein paar zusätzliche Parameter, nämlich ein Login und ein Passwort. Einfach Test und 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Standardwert. Damit könnt ihr euch jetzt auf den globalen Client einloggen. Und die interessanten Methoden sind halt der Login und der Logout. Zum einen wird hier erstmal auf die Startseite gewechselt, mit der Sprache Deutsch, damit man nicht da noch einen Unterschied machen muss, wenn man das dann prüft. Und dann kann ich mittels Treiber einfach Elemente suchen per Find Element und dann gebe ich hier so eine Regel an, by.name. Das ist halt bei uns der Name vom Login-Feld für den Nutzernamen und dann jpassword ist halt für das Passwort. Dort kann ich wiederum Tastenzeichen hinschicken, die dann eingetippt werden und zum Schluss, damit er dann sich einloggt, kann ich halt den Login-Knopf suchen, den klicken, dann warte ich am besten noch 5 Sekunden, da der Browser selbst oder der Treiber wartet nicht selber, dass die Seite fertig lädt, sondern man muss halt selber warten, das ist ein bisschen ungünstig. Und dann kann ich mir halt den Quelltext hier in dem Beispiel geben lassen und überprüfe einfach naiv, dass es irgendwo im Quelltext das Wort abmelden innerhalb von zwei Klammern gibt. Das ist das Einloggen und beim Ausloggen gucke ich halt, dass er vorher eingeloggt wurde und suche eben einen Link, der irgendwie den Text abmelden enthält. Den klicke ich, dann warte ich wieder 5 Sekunden und dann prüfe ich halt, ob auf der Login-Seite die Meldung steht, sie wurden erfolgreich abgemeldet. Und das Ganze kann ich dann einfach mal hier ausführen. Ohne jede weitere Konfiguration, da wird die Standardeinstellung genommen. Da öffnet sich jetzt gleich der Browser. Zack. Ja, also man sollte einen schnellen Rechner dafür haben. Weil das ist wirklich problematisch mit diesen Wartezeiten. Je langsamer der Rechner ist, je höher muss man dieses Sleep machen zum Beispiel. Wenn er einfach ewig braucht, um die Seite zu rendern, dann kann es passieren, dass Elemente, die man eigentlich suchen will, noch nicht verfügbar sind. Was auch sehr ungünstig ist. Und zum Beispiel dauert das dann unter Umständen ewig, bis hier was passiert. Warum auch immer. Das war jetzt natürlich nicht so toll, weil ich finde es einfach normal aus. Das kann nämlich sein, dass es einfach zu langsam war. Genau. Also, wenn man das Ganze automatisieren will, sollte man wirklich einen guten Rechner haben. Und das war's schon. Der Test hat jetzt einfach nur getestet. Einloggen, ausloggen. Jetzt geht der Browser wieder zu. Toll. So.
Jetzt möchte ich das Ganze natürlich nicht nur in einem Browser machen, sondern in verschiedenen. Und da habe ich eigentlich eine Test. Das ist aber nicht diese. Ach so, ah, okay. Also eine Test-ng-Test-Suite, das kann man auch in YAML schreiben, aber das kann ich irgendwie nicht empfehlen, weil es dafür einfach überhaupt keinen guten Editor gibt und man jedes Mal wieder neu nachgucken muss, wie die Dinger jetzt eigentlich heißen, die XML-Tags sozusagen. Und da kann ich einfach eine Test-Suite schreiben, die ganz oben die Parameter wieder hat, wenn ich sie überschreiben möchte. Ich habe jetzt einfach wieder die Parameter, die ich eigentlich schon als Standard habe. Habe hier mal mehrere Browser definiert, Opera 1160, 1152, Internet Explorer, Firefox 8, Firefox 3, Google Chrome. Wobei ich Opera und Firefox jeweils nur einen Browser aktiviert habe. Das ist auch noch, man sollte nicht mehrere Versionen eines Browsers in eine Test-Suite testen. Das geht irgendwie nicht. Warum auch immer. Und da kann ich dieser Test-Suite auch einfach ausfüllen. Zack. Und dann kann ich jetzt hier einen Kaffee holen gehen, während der irgendwie vier Browser startet und schließt. Das ist jetzt ein einfacher Test, jetzt könnte ich natürlich komplexere Tests schreiben. Ich hatte zum Beispiel mal einen Test geschrieben, der sich einloggt, LDAP aktiviert, deaktiviert und dann prüft, ob der Nutzer sich immer noch einloggen kann und so weiter. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen komplizierter. Manuell braucht man dann schon 10 Minuten und hier läuft es dann halt in 5 Minuten in 4 Browsern durch. Das war halt in Eclipse. Das kann ich dann natürlich auch mal einfach auf der Konsole ausführen. Ups, dann wieder verschwinden. Jetzt kommt wieder ein Problem dabei. Das läuft zwar über die Konsole. Gut. Ja, jetzt würde er wieder die ganzen Browser durchlaufen lassen. Ich erzähle das einfach. Das läuft jetzt in der Konsole genauso durch wie in Eclipse. Nur das Problem ist, dass es am Ende nicht beendet. Warum auch immer. Da kann ich ja parallel. Auch geht es einfach was Stefan vorhin auch so ungefähr schon fragen wollte oder was schon aufkam, man kann halt einfach irgendwo eine VM installiert sich dann da halt sein Jenkins Slave zum Beispiel drauf auf eine Windows VM und lässt dort halt die ganzen Internet Explorer Tests durchlaufen. Man sollte übrigens nicht, während diese Tests laufen, irgendwas anderes an dem Rechner machen. Weil es kann dann nämlich passieren, dass er das Browserfenster nicht mehr findet. Und dann kann er auch nirgendwo was einklicken. Das Ganze, was hier auf der Konsole funktioniert, das funktioniert dann natürlich auch in Jenkins. Ich kann halt hier einfach einen Job anlegen, den ich dann starten kann. Der dann losläuft. Ja, hier sehen wir jetzt, der dann fehlschlägt. Ja, hier ist jetzt halt das Problem, der Test ist eigentlich fertig, aber aus irgendeinem Grunde beendet er nicht, wenn ich das per Maven, per Konsole laufen lasse. Und das ist leider auch das Problem, was man auch im Jenkins hat. Was natürlich an sich ein Nachteil ist, was sich vielleicht irgendwie lösen lässt. Da habe ich mich jetzt auch noch nicht allzu viel mit beschäftigt. Und jetzt lasse ich das halt im Jenkins laufen. Ja. Das sind dann natürlich die Kleinigkeiten, die man beachten muss. Ganz der Unterschied. Dass man, obwohl ich es eigentlich schon laufen lassen habe, kommen jetzt plötzlich wieder diese Meldung, ja, konfigurieren und so weiter. Also man muss die Rechner vorher wirklich darauf vorbereiten, dass das auch alles durchläuft. Genau, hier läuft das dann jetzt auch durch.
Und das war es im Prinzip von der Demo. Ja, und die Probleme sind dabei eben, dass einmal die Browser untereinander, dieses mit den Parametern, die schreiben das alle anders. Der eine will die halt als Systemparameter haben, dann gibt es welche, die wollen das unbedingt als Umgebungsvariablen haben, da muss man also noch Umgebungsvariablen anlegen. Und manche einfach nur als Übergabeparameter in diesen Capabilities. Was auch ein großes Problem war, war irgendwie, es kommt eine neue Version von dem Selenium raus, und dann funktionieren drei Browser plötzlich nicht mehr und man weiß nicht wieso. Obwohl das nur eine Versionsnummer Unterschied ist. Und das war schon ganz schön, also es macht das Ganze schon sehr mühselig, gerade am Anfang, wenn man dann nicht so fit damit ist. Aber ich denke. Ich denke schon, also ich habe dann zum Beispiel irgendwann einfach gesagt, naja, nimmst du jetzt, also habe dann rausgefunden, dass die Kombination aus dem Selenium und diesen Opera-Treiber funktioniert zum Beispiel. Und dann nimmt man die halt einfach, schreibt seine Tests dafür und kann man in dem Moment dann halt vielleicht einfach nicht die neueste Version verwenden. Das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich noch andere Geschichten, aber als Entwickler finde ich diesen Ansatz halt persönlich gut, weil ich einfach weiter Java-Code schreiben kann. Und für mich ist das verständlich, das ist wie Unit-Tests schreiben und unproblematisch einfach mal einen Test ausführen lassen. Für unser Testteam ist das vielleicht nicht der geeignetste Ansatz. Da gibt es aber bestimmt andere Tools, die einen Haufen Geld kosten, die sie, glaube ich, auch schon evaluiert haben. Genau. Und da habe ich zum Beispiel hier, Tipps erstmal noch. Zu der Frage, dass man alle Tests neu schreiben muss, wenn sich das Layout ändert, ist eigentlich Quatsch, wenn man einfach die Selektoren vernünftig benennt und die auch im neuen Layout weiterverwendet. Weil wenn das Eingabefeld den gleichen Selektor hat, dann brauche ich den Test nicht neu schreiben, egal ob es rechts unten oder links oben ist. Und halt die Sache, man sollte nicht mehrere Versionen eines Browsers in einer Test-Suite da testen, sondern einfach mehrere erstellen und die dann nacheinander laufen lassen. Das funktioniert gerade beim Firefox nicht. Der hat da irgendwie Probleme, ich weiß auch nicht wieso. Genau, und Ausblick. Alle diese Treiber können Screenshots erstellen. Da könnte man zum Beispiel nach bestimmten Schritten einen Screenshot erstellen und die wiederum vielleicht automatisch auswerten lassen, indem man sie irgendwie einen Ähnlichkeitsalgorithmus gegen die Designs laufen lässt oder die Screenshots untereinander mit vergleichen lässt. Und dann sagt er, naja, die sind 80% ähnlich, das ist zu wenig. Dann schlägt der Test fehl. Ja. Dann Antwortzeiten kann ich damit auch testen, weil ich bei TestNG einfach sagen kann, Timeout eine Sekunde und wenn das halt dann nicht fertig geladen ist, dann schlägt der Test fehl. Was auch geht, es gibt Treiber für Android und iPhone. Man könnte theoretisch also auch die Seiten auf Android und dem iPhone laufen lassen. Das iPhone braucht man dann wahrscheinlich im Mac. Und der eine kennt es vielleicht schon, Jubula, wie es ausgesprochen wird, diese Open-Source-Variante von diesem GUI-Dancer, der jetzt zu Eclipse übergegangen ist und damit kann man in Eclipse auch einfacher Frontend-Tests machen. Ich glaube, im Untergrund läuft dann wieder Selenium damit. Damit habe ich mich aber auch nicht beschäftigt. Ja, und vereinfachen kann man das, indem man einfach die Selenium-API benutzt. Die ist da ein bisschen komfortabler als jetzt diese Befehle beim Webdriver, um Elemente zu suchen und vielleicht eine eigene DSL zu schreiben, dass man das einfach textuell machen kann. Gehe zu, klicke das Element und so weiter. Das ist dann vielleicht auch eine Alternative für Leute, die jetzt nicht entwickeln, sondern die einfache Textdateien schreiben, untereinander weg die Befehle und gut ist. Genau, hier nochmal ein paar Links dazu und ich habe die einzelnen Projekte mit den einzelnen Schritten ins SVN eingeschickt. Da kann man halt damit starten und mal gucken, wie das funktioniert. Und bei Fragen stehe ich natürlich auch zur Verfügung. Vielen Dank erstmal.